Guten Tag und herzlich willkommen zu Hearthstone. Ich habe mir jemanden mitgenommen. Und zwar Buh. Julia Trin. Die rührt sich mal wieder nicht, das finde ich auch super. Ja, ihr hört mich ein bisschen anders heute. Aber es gibt so ein kleines Problem, das unsere Beziehung sehr, sehr emotional stresst. Wir haben nur ein gutes Mikrofon und das gehört leider nicht mir. Ja, deswegen muss ich auch die Soundstärke nochmal ein bisschen zurückdrehen. Besser so. Nicht, dass du nicht zu hören bist, das wäre ja schade. Ja, so, und wir betteln uns dieser Mikrofonqualität wäre das so scheißegal. Oh, die ist schon echt grausam, um ehrlich zu sein. Tut mir leid. Ja, kein Problem. Vielleicht scheißt uns ja mal der Goldesel mitten in den Hausgang. Genau. Und dann können wir mal ein zweites gutes Mikro holen. Genau. Ja, gut. Wir haben uns gedacht, wir zocken ein bisschen Hearthstone gegeneinander. Wir spielen jetzt seit noch nicht einer Woche, oder? Ja, genau. Sonntag haben wir angefangen, heute haben wir Freitag. Ja, genau. Und wir haben nur die Basisdecks, wir haben uns selber noch nichts zusammengestellt, wir haben noch nicht jeden Charakter bis Level 10 gespielt, bis du überhaupt mal alle Basiskarten hast. Deswegen nur die Grunddecks. Wir haben auch kein Geld bisher dafür ausgegeben, wollen wir eigentlich auch gar nicht wirklich. Nee. Ja, und haben wir gedacht, scheiß der Hund drauf, wir nehmen jetzt einfach mal auf. Ja, ich schicke dir schon mal eine Einladung. Oh mein Gott, Herausforderung. Ihr wurdet ja, natürlich. Muss mit herausgefordert, Herausforderung annehmen. Nein. So, was, du hast abgelehnt? Was soll denn jetzt der Scheiß? Hier, noch eine. Ich hau dich mit dem imaginären Federhandschuh. Oh, meine Güte. Ja. So, welchen von den neuen nehmen wir denn? Ja, ich weiß schon, wen ich nehme. Ich habe ja meinen Liebling. Dein Liebling? Ja, ich habe einen Liebling. Ja, ich versuche deinen Liebling mit einem Schurken zu töten. Ich brauche ja für die Daily Quest brauche ich ja sowieso zwei Siege mit einem Schurken. Ich weiß nicht, ob die Freundschaftsspiele da mit reinspielen oder nicht. Ja, die meine ich zählen schon. Ich die liebe zählen ja schon. Den Jäger. Ich liebe den Jäger sowas von. Ach, mit Valera, du kämpfst mit einer Frau. Natürlich. Ich bin eine Frau. Aha. Also, die Karten sehen für den Anfang ziemlich gut aus. Da tausche ich nichts aus. Ich bin die Erste. Nee. Ja, die hau ich raus. Ich tausche aber doch aus, wenn ich Erste bin. Ja. Mit dem kann man sogar noch besser leben. Ah, ja. Und noch so einen kleinen Kristall dazu. It's a matching. Oh, ich zerdrück mal ein paar Kürbisse. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Und schlag den Gong. Für die erste Runde. Ja, gleich mit Ansturm. Ist schon klar. Ja. Ist schon klar. Ja, wir haben ja schon mal zweimal gegeneinander gespielt vor zwei Tagen. Dreimal. Das dritte Mal habe ich doch nicht gesehen, dass du mir eine Anfrage geschickt hast, oder? Stimmt, weil du ja jedes Mal komplett rausgehst, statt einen Charakter zu wählen und dann auf Spiel starten drücken. Ach so, ich sollte da fertig klicken, ne? Ja, wäre nicht schlecht. Ich war schon fertig. Ach so. Entschuldigt bitte. Ja, komm vor. So, ich hau den hier raus. Hau deinen Eber erstmal weg. Ich weiß gar nicht, ob ihr Hearthstone kennt. Hearthstone ist ja aus dem Warcraft-Universum heraus irgendwie entstanden. Läuft über Battlelog und wurde ja hochgehypt ohne Ende. Alle wollten sie Beta-Keys haben, um das Spiel endlich spielen zu können. Genau. Und das war schon brutal. Der Hype war schon extrem. Ja. Es sind ja Helden vom ganzen Warcraft-Universum. Umsonst heißt es im Untertitel Heroes of Warcraft. Und wir kennen uns mit World of Warcraft gar nicht aus. Ja, es gibt ja auch noch Warcraft 3 und so einen Käse. Ach ja, stimmt. Schon fast. Ich liebe es ja da rumzuklicken und da Scheiße zu bauen mit den Dingern da. Baust gern Scheiße? Ist ja nett. So, ich greife dich mal ein bisschen an. Hey, du schadest mir ja. Ja, Wahnsinn. Ja, natürlich. Mit Schurken muss man da offensiv reingehen. Direkt von Anfang Lebenspunkte wegziehen. Nicht so wie der Schamane. Erstmal abwarten und riesige Karten ziehen. Ach, stimmt. Nee. Ja, weil du hattest ja mit dem Schamanen gespielt. Das ist ja ein bisschen nach hinten losgegangen. Ein bisschen ist ein bisschen untertrieben, ne, Schatz? Von zwei Spielen habe ich ihn beide Male kaputt gemacht und bin mit vollen Lebenspunkten rausgegangen, weil er mir kein einziges Mal geschadet hat. Das fand ich klasse. Ja, ich habe ja auch nicht Karten wirklich gekriegt. Ja. Ist so. Es ist keine faule Ausrede. So, ich hole mir einen Dolch und erweitere den gleich mal um zwei. Aha. Und hau dir mal auf die Omme. Und gleich nochmal. So, fertig.
Ich weiß, du mit deiner 1-1 nicht angreifen? Nö, wieso? Was? Ich hab's. Bringt mir ja gegen deine Karten nicht wirklich was. Verstehst du? Mir wurscht. Ja. Mir wurscht. Ja, gut, dass dir Wurst ist. Weil du erledigst es ja eh, ich kenn dich doch. Du willst sofort meine Karten irgendwie loswerden. Teilweise ja. Ja, also habe ich einen Schaden mehr ausgeteilt, weil ich abwarten konnte, ne? Aha. So, ich hau hier eine Karte raus und zieh dafür noch eine Karte. Oh, sogar sehr nett. Gnomische Erfinderin. Ja, die ist super. Was die alles erfindet. So, ich hau dir nochmal auf die Ömme. Ja, weißt du, was ich dazu sage? Was denn? Ui, ich sag mal. Danke. Oh. Der muss es sein. Der muss es sein. So, ich mach mal die Tür auf da hinten. Das ein bisschen gelüftet kein wird. Kein gültiges Ziel. Ja, ja, ich auch. Mach mal das hier. So. Oho, oho. 4x4 Sport. Jetzt machen wir mal. Jetzt machen wir das. Ja, ja, dann mach mal. Jetzt machen wir das mal. 18 Lebenspunkte. Du hast nur noch 20. Ja. Ja. Jetzt sind 2 mehr, wie du hast. Schön. Wir haben uns lieb. Ja, ich werde dich so fertig machen. So, was mache ich denn nü? Ich habe gute Karten eigentlich. Du könntest aufgeben. So viele Möglichkeiten. Genau, mein Charakter sagt. Ach so, einen Unverletzten. Dann hier. So, scheiß auf den Eber. Hauptsache, der ist weg. Ja. Aber wenn du schon -2 Schaden machen kannst, warum dann auf den Eber? Warum nicht auf den mit 4 Lebenspunkten, mit 4 Angriffspunkten? Weil er da nicht weg ist. Ja, trotzdem. Ja, ich freue mich. Ja, dann freu dich. Juhu! So, und hier nochmal. Was heißt hier? So. Gut. Nee. Nee, dumme Idee. Sehr dumme Idee. Ja, ich hau einfach mal drauf. Ist ja Wurst. Dass 2 Lebenspunkte schon mal weg sind. Das freut mich jetzt. Das fand ich jetzt ganz klasse, dass du das gemacht hast. Weil da mache ich jetzt den hier. Ja. Zack. Ja, da machst du halt du mit deinem 2 Schaden. Ist mir auch Wurst. Dann gehen wir da voll auf die Lebenspunkte und dann sind wir halt nur noch bei 8. Ja. Ja, das sehe ich noch relativ easy. Das ist so. Na, wie ist es denn so, von einer Frau geschlagen zu werden? Ach, relativ angenehm. Du stehst drauf. Natürlich, ich stehe vollkommen drauf. Da. 3 Lebenspunkte Abzug. Ach du meine Güte. Zu Hilfe, zu Hilfe, so helft mir doch. So, das hilft mir irgendwie alles nichts. Ja. Alles, was ich hier aufs Feld führen würde, hilft mir gar nichts. Ich habe einfach keine Karten. Ja, aber weißt du, was das Geile ist? Gleich kriege ich ja eine. Du müsstest jetzt schon einen gewaltigen Rundumschlag machen, weil sonst bist du in der nächsten Runde sowieso hin, wenn ich am Zug bin. Ja, ich bin weg. Mhm. Ich bin weg. Ich habe gar nichts gekriegt. Mhm. Das ist ein feuchter Scheißdreck. So, da habe ich mir selber 4 rein. Da geht's zumindest schneller. Komm, gut, hau mir rein. Okay. Jetzt pass auf, jetzt machen wir einen. Mach Job. Kurz und schmerzlos. Den da. Und dann ja, du musst ihn noch x Karten auf dem Feld führen. Und dann nehmen wir den da. Dann nehmen wir den da. Nett. Und dann nehmen wir. Ach, nehmen wir den da. Ich habe ja noch insgeheim auf die Karte gehofft, die sie gezogen hat, aber. Oder die ich gezogen habe. Yay! Aber irgendwie, ich komme jägermäßig, die haben nur niedrige, oder nicht jägermäßig, beim Schurken, die haben nur niedrige Spottkarten. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen kacke. So, wem nehme ich denn jetzt? Oh, ich bleib doch bei meinem Jäger. Ah, ich beiß mir nochmal mit dem Schaman in die Zähne aus. Ach so, ich könnte da drin bleiben und du kämpfst mal direkt weiter. Ich muss dann dir gar nichts mehr nehmen. Genau. Ja, diese Technik. Ja, wir haben ja gesagt Best of Three, ne? Schatze, du bist jetzt im Zugzwang. Ja, ich bin sowieso am Zug. Ich bestätige mal. Du bist im Zugzwang. Ja, ich auch. Die Karten, die bleiben. Ja, die finde ich angenehm. Und mit dem Schurken? It's amazing. Okay.
So eine Karte direkt zum Anfang ist natürlich krass. Das muss da nicht unbedingt sein. Ja, das hatte ich auch. Was ich dann gekriegt habe. Nee, ich meine nicht den Eber, sondern was ich jetzt gerade gezogen habe. Och ja, jetzt muss ich mal da überlegen. Dann überleg mal. Ja. Geh dir das ruhig durch den Kopf. Oh, super. Super, und dann kriege ich wieder nichts auf die Hand, aber zum Glück kann ich den hier machen. Wie knuffig. Ja. Totem. Reicht mir. Finde ich super. Ist knuffig. Ja, ich was kann macht denn das? Was hat denn das da gemacht? Ah, das macht ein bisschen was. Stellt am Ende eures Zuges bei allen befreundeten Dienern ein Leben her. Mhm. Ja, wenn der Eber mehr als ein Leben hätte, würde es auch was bringen. Ui, meiner Kristall. Ui, haust du mir meinen Eber weg? Ja, mein armer Eber. Oh. So, da lacht sogar die Katze. Da lacht sogar die Katze. Die Katze. So, ich mach den hier. Und. Mit Ansturm. Hau da drauf. Boah. Aha. Boah. Grobian. Ich mach mit Schamanen Schaden. Glaubst du es nicht? Nicht schlecht. Schlecht, ja. So, jetzt passen wir auf. Da wollen wir die Karten schon ausspielen? Ja, ich denke, diese Karte spielen wir schon mal aus. Boah, kenne ich irgendwo hier. Dann hau ich den Deppen da erstmal weg, weil der geht mal dezent auf die Eierstücke. Ja, das wäre aber auch ohne, ne, Boost gegangen. Ja, ich weiß. Ja, du weißt. Du haust mal jetzt einen von beiden weg, ne? Ja, ich weiß auch wie. Ich weiß auch welchen. Welchen denn? Sag ich nicht. Ja. So, was mache ich jetzt? Ich beschwöre ein Totem und hoffe auf das Richtige. Ja, das richtige Totem. Perfekt. Ein Spott-Totem. Ja. Und das meinst du, das hilft dir, um zu gewinnen? Ach, es bringt mir Zeit. Und übrigens, dein Zwerg ist eingefroren. Der kann sowieso nichts machen. Ja, ich weiß. Ich sag's dir nur. Sei es kleine Info. Oh, ja. Falls du es vergessen hast. Ja. Oh, das putz ich dein Dino. Das auch? Noch ein Dino. Noch ein Dino. Ja, cool. Ja. Dino-Parade. Ich habe ja schon wieder die richtigen Karten auf der Hand, also von daher. Ach so. Ja, dann passt's ja. Naja, optimal. Dann passt's ja. Das Dingo. Ja. Ich sag mal fertig. Okay. Ah, ja. Das sieht doch schon mal gut aus. Oh, Schatzi, ich habe deine Lieblingskarte übrigens im Petto. Die magst du doch so gerne. Oh, schön. Die magst du doch so gerne. Stört mich noch wenig, Schatz. Stört mich noch wenig. Das freut mich. Ja. Darfst du raten, ja, darf ich raten, die hast du zweimal im Deck drin. Ja. Ist klar, beim Basisdeck ist es normal, dass solche Karten. Oh. Drei Lebenspunkte nochmal gekriegt. Oder wie? Hä? Irgendwie so? Nee, ich darf mir drei Karten. Drei Ach Karten so, du, von meinem Deck und ich suche mir eine aus. Nehmen wir die hier. Sehr schön. Mhm. Schatz, kann das sein, dass du schon wieder keine Karten mehr auf deiner Seite liegen hast? Ach, ich hab schon noch Karten. Wieso? Aber keine da liegen. Ja, und? Na und? Och, knuffig. Ja. Sag ich fertig. Wer geht nicht? Okay. Na, das sieht doch schon mal gut aus. Einmal das hier. Dann das hier. Ach, ein Eber. Und das hier. Und das hier. Okay. Dann geht's wieder auf die Lebenspunkte. Ja, viel Spaß damit. Na, den habe ich. Bin ich überheblich? Nee, ich lieb's einfach nur gegen dich zu gewinnen. Ja, sieht so aus. So, ich bring die hier. Mit Ansturm? Natürlich mit Ansturm. Wie denn sonst? Boah, jetzt ist der Eimer im Brunnen gefallen. Es tut mir aber leid. Hast du einen Eimer versenkt? So, ja. Dann noch ein Totem. Was kriegen wir denn für eins? Ja,
Nicht so gut. Ja, da bräuchtest du jetzt Zauberkarten dafür, ne? Für das schon. Nee, leider nicht. Das tut mir aber leid. Dann kann ich ja die beiden Karten in der nächsten Runde ausspielen, wenn nichts Besseres kommt. Dann mache ich mal den hier. Gehe hier direkt auf die Lebenspunkte. Da scheiße ich mal drauf. So, und zack, fertig. Okay. Entschuldigung. Nicht so laut bitte, das übersteuert total. Mir wurscht. Doch, nö, komm. Zum Glück hast du keine mehr davon. Zum Glück gehen nicht zwei von einer, nur zwei von einer Karte. So, machen wir jetzt das oder machen wir das? Machen wir das oder machen wir das? Machen wir das oder machen wir das? Machen wir das? Legt euch nicht mit Zeit. Sicher ist sicher. Das war's. Aha. So. Pau. So. Mach ich den. Bring ich noch den. So, hat 5. Macht draus eine Spottkarte. Oh. Ja, hilft mir weiter, so ist nicht. Meinst du? Ein bisschen. Dann machen wir jetzt den hier. Dann machen wir den hier. Keine Ahnung, ich krieg gegen dich beim Schamanen einfach keinen guten Karten. Zumindest nicht so, wie ich sie bräuchte. Ja, ich bin weg. Ich bringe euch zur Strecke. Tschüss! Danke. Du schaffst es einfach nicht. Beim Schamanen, keine Ahnung. Das hat's ja noch schlimmer ausgesehen wieder. Naja, hilft nicht. Hilft ja nicht. Ja, so. Das war unsere erste Hearthstone-Runde. Live auf YouTube. live ist gut gesagt. Na, und hat Spaß gemacht, gegen mich zu verlieren? Unheimlich. Das freut mich. Möchtest du nochmal verlieren? Du weißt schon, dass wir heute Daten fahren, oder? Scheiße. Nee. Okay. Schreibt uns mal in die Videokommentare. Spielt ihr eigentlich Hearthstone? Interessiert euch das Spiel? Und ich weiß nicht, ob MG das auch macht. Ich werde jedenfalls meinen Battle.net den Namen in die Videobeschreibung packen. Also wenn ihr auch Hearthstone spielt, dann einfach eine Einladung schicken, dann nehme ich das an. Und vielleicht muss ich spielt nicht. Ihr ich auch hab, mal gegeneinander. Ich hab ja dich eine Anfrage geschickt. Da sieht man ja den kompletten Namen. Ich hoffe, wer spielen will, wer mich annehmen will, einfach mal anschreiben. Oder nicht anschreiben, einfach annehmen. Ich nehme alles an. Genau, das ist nicht so leicht, weil das MG muss mit reicht ja nicht aus. Also bei dir wäre es ja dieses MG muss mit Raute 2240 und bei mir wäre es halt Raute 2269. Genau. Dass du gerade die 69 kriegst zum Schluss. Möchtest du da jetzt auf irgendetwas anspielen? Nö. Okay, dann ist ja alles gut. Okay, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Genau, ciao. Tschüss.